Hallo und herzlich willkommen in der Mosaik-Redaktion. Heute ist hier bei uns Farblesung, also Farbe, farblich eingestimmt, farbiges Kleid. Auch die Zeichner, alle wunderschön farbig angezogen, also farbige Unterhosen zumindest habt ihr an, oder? Ja, soll ich mal zeigen? Braun und gelb. Nein, bitte nicht zeigen, bitte nicht zeigen. Ja, und das hier unter mir, neben mir, das ist der wichtigste Mann heute. Das ist nämlich André Kozavo, unser Kolorist. Der macht jeden Monat die schönen Mosaikseiten alle so wundervoll bunt, farbig und perfekt. Schön. Ja. Und jetzt könnt ihr mal einfach kurz live zugucken, wie so eine Farblesung wirklich abläuft. Oder André, du darfst auch noch mal ein paar Worte richten an die Welt. Ja, ich bin da ja nicht vorbereitet. Viel Spaß. Dann guckt euch das doch einfach mal an jetzt und macht's so wie immer. Klar. Also André meint, so Farben sind brillanter als bei ihm auf dem Monitor. Sollte uns das zu denken geben? Der Monitor ist aber kalibriert, also müsste eigentlich so relativ mit den Druck übereinstimmen. Wir suchen jetzt Fehler, wenn wir welche finden. Ja, Nils hat schon gefunden. Ja, aber wo ist? Zerreißen wir André in der Luft. Oben an der Jacke bei dem Single, da im ersten Panel, da diese Lappen, die unter der Jacke rausgucken, sind eigentlich weiß. Jackenlappen. Und der Knopf von dem Zaun, der muss golden sein. Da ist die Glocken drauf geworden. Ach so. Ach, hier, ja. André. Nee. Siehst du das? Und nee. Jacke? Und diese Lappen. Bisschen vergrößert vielleicht mal. Ach, diese ollen Zippel, echt. So. Erstmal ist der Ding hier ist noch so ein Gold. Also, das ist der Knauf. Ein Knauf. Und Zippel. Jetzt kommen wir zu den beiden Zippeln. Die beiden. Ach so, Zippel. Die sind beide eigentlich. Ey, Nils, halt du mal so alles siehst, ey, mein Lieber. Der ersten Seite ist nicht klein. Geht ja schon gut los. Das ja, wie kommt denn sowas mit dem gemein. Knauf, André? Wieso ist denn der Knauf da so groß? Na, du merkst schon, der ist. Guck mal. In der 200 DPI. Ja, man könnte es ja auch halten. Ich bin da einfach mal ganz froh, dass mit Jimi Hendrix gestanden hat. Dann hätte ich wahrscheinlich noch den anderen Knauf mit reingemacht. Ja, kommt man nur da rauf? Den Knauf. Das ist eine Linie offen. Da ist eine Linie offen. Also wenn, wenn davon abhängig, ob eine Linie offen ist. Wenn wir hier. Jetzt guck bitte nicht mich an. Knauf-Terror. Ja, also dann hätten wir hier ein Suchbild. Habt ihr jetzt. Hätt ihr schon? André hat einen Zippel. Ja, also. Jackenzippel, weiß und Knauf. Seite 3, geh mal in der höheren Seite. Seite 4 ist das, oder? Nee, doch Seite 3. Aber irgendwie sieht das doch aus, als würde es eine Jacke gehen. Wahrscheinlich ist das doch ein weißer Zipfel, oder? Hier, unter der Jacke? Das wird sein. Aber, das aber ich glaube, das ist jetzt wirklich doch nicht so wild. Naja, jeder Meinung. Also wenn du dabei bist, dann schreib's auf. Naja, bei so einer Massenszenerie, da ist genau das Gesicht gedeckt. Ja, ich denke, die Maus guckt. Oder so. Oder so. Der hat so einen dicken Hals, ne? Muskulösen. Na, stimmt, da wirkt durch die Haare, ist ein bisschen komisch. Na gut. Ja, Terror, ey. Also laut Figurinen war man so gedacht, ne? Ja. Blau eingefärbt? Ja, ich habe so ein bisschen Tattoo-Farben gemacht, ja, sozusagen, die so abhebt so ein bisschen. Hm. Das ist halt so in die Linien ja, einfärben. Das ist wieder 200 dpi. Guck mal da, das ja. Tattoo. Das ist ja schon mal das wert. Wir gucken nicht rein. So, hier unten. Fazit. Gut, lass mal, ja, nächstes Mal. Wie kommt man das vor, dass der Blauton bei dem Sinclair unten anders ist wie oben? Hm? Kann das sein? Ja, ja gut, die Sonne scheint ja auch anders drauf. Lichtverhältnisse das ändern sich auch mal. Ja. So, nächste Seite, wir wollen mal noch mehr. Okay. Wir müssen. Ja, wir auch mal. Ist schon. Umgekrempelte Ärmel vom Ramax, die sind dann ab dem nächsten Heft nachher blau. Also, aber du siehst in der Sonnenbrand schon, das habe ich auch gesehen.
Jetzt hier. Hm? Beim Seite 3. Also normalerweise denke ich mal dran, aber das kommt immer vor. Das ist normalerweise ich nochmal mit einem Airbrush rüber. Ja, ich hätte das noch so ein bisschen mehr so verlaufmäßiger. Achso, deswegen das halt von der Liste. Jetzt war so komisch so. Nee, normalerweise ist es schon in der Farbe ist es schon angelegt. Und dann legt es später nochmal rüber. Aber in dem ganzen Niewusel, der Typ, der die Schnapsnäse, wie ist er, muss rein und Tattoo dazu. Hier ist auch weich. Also normalerweise. Ja, wenn es ein bisschen weicher ist, ist es schon besser. Unter der Nase natürlich nicht, weil da kann er keinen Sonnenbrand haben. Hast du die Krempe rot gemacht? Aber wie so die Farbe, wie der Tuch jetzt ist, oder der Blau?